Zweite Halbzeit aus Nürnberg. Polen gegen die Türkei. Das war in der ersten Halbzeit eine überzeugende Leistung der Türken, während die Polen nahezu zuschauten. Zum Schluss hatten sie zwei dicke Chancen, die sie hätten verwandeln können. Zum 1:0. Dann wäre Polen so gut wie sicher im Achtelfinale. Nochmal, wenn Polen hier gewinnt, dann sind sie sogar sicher im Achtelfinale. Denn die Türkei und Griechenland können am letzten Spieltag ja nur noch untereinander die Punkte ausmachen. Die Ukraine wäre gleichzeitig damit draußen. Blaschikowski. Polen vielleicht mit mehr Elan aus der Halbzeit zurück. Wir wissen es nicht, was da in der Pause passiert ist. Wechsel gab es keine. Bedeutet also, dass die Polen weiterhin an ihrem System festhalten wollen. Und möglicherweise warten wollen, bis die Türken irgendwann müde sind vom Rumspielen. Emre. Halt den Top. Perkis dazwischen. Das läuft besser als in der ersten Halbzeit. Lewandowski. Bönisch. Mirschejewski. Muraski meinte ich. Bönisch. Hereingabe von Bönisch verpufft an der türkischen Abwehr. Trotzdem nochmal Polanski. Die Polen auf einmal mit mehr Spielfreude. Lewandowski. Letzten Moment gehindert. Sollte man das Spiel sehen, sollte man meinen, in der ersten Halbzeit haben die Polen nahezu dominiert. Aber das war nicht so. In der ersten Halbzeit haben die Polen ja nahezu zugeschaut. Harder Turan, gefoult von Dudka. Und die Türken wechseln. Die sind auf einmal überrascht, was mit den Polen los ist. Sarada für Gökhan Töre. Also Töre jetzt auf dem Platz. Einwurf. Polen. Da ist der neue Mann, Töre. Murawski. Lewandowski. Langer Ball auf Blaschikowski. Blaschikowski. Ball darf Vorteil laufen lassen. Und Ecke für die Polen. Obraniak. Das tut dem Spiel gut, dass die Polen jetzt etwas stärker sind. Das macht das Spiel deutlich spannender als in der ersten Halbzeit. Obraniak mit der nächsten Ecke. Und es gibt noch eine dritte. Obraniak. Rutscht durch. Trotzdem nochmal Polanski gegen Töre. Töre mit der Balleroberung und mit dem schnellen Pass nach vorne auf Burak. Links läuft wieder Töre. Dudka hält. Die Türken wechseln nochmal mit Saris Sarioglu. Für Gökhan und auch Hamid Altintop spielt jetzt für Burak. Also die Türken haben ihr Wechselkontingent jetzt vollständig ausgeschöpft. Die Polen haben noch kein einziges Mal gewechselt. Dudka auf Blaschikowski. Guter Pass. Und Blaschikowski nicht konsequent genug mit der Hereingabe. Nochmal Dudka. Ballverlust. Die Türken jetzt noch mit Mühe überhaupt einen Angriff aufzubauen. Emre. Gökhan Töre. Rüber auf Adler Tura. Altintop. Mit dem Ball auf Halil Altintop. Und Tüton muss nach langer Zeit mal wieder an den Ball ran. Hatte jetzt eine gute 30 Minuten Pause im Tor der Polen. Das Spiel ist vollständig offen. Altintop, verrutscht der Ball. Und die Polen mit der nächsten Chance zum Spielaufbau. Blaschikowski. Lewandowski auf Piszczek. Guter Pass von Lewandowski. Und die nächste Ecke für die Polen. Ecke Nummer 5
Obraniak. Rein und da steht Lewandowski. Es wird immer dünner. Das Eis bis hier für die Polen oder die Türken das Torfeld. Es wird, da lege ich mich fest, hier noch ein Tor fallen. Die Frage ist nur für wen und das ist eine vollkommen offene Frage. Arda Turan. Nächster Ballverlust. 10 Minuten sind noch zu spielen in Nürnberg und dann wäre es ein 0:0. Die erste Halbzeit geht eindeutig an die Türken. Sie haben es verpasst, das Führungstor zu schießen. Die zweite Halbzeit, da waren die Polen besser. Und da würde ich mich festlegen, wenn die Polen jetzt noch treffen, dann war es das hier in diesem Spiel für die Türken. Böhnisch. Gefault. Aber das gibt keinen Freistoß. Es gibt nur Einwurf für die Polen. Dudka. Obraniak. Wehren die Flanke ab. Murawski. Murawski. Jetzt haben wir einen Anlauf von Blaschikowski. Ball verrutscht. Konter der Türken über Töre. Aber das dauert viel zu lange. Die Türken rücken nicht mehr auf. Emre. Mit dem Pass auf Ahmet Altintop. Aber der bleibt hängen bei den Polen. Letzte Minute läuft. Nürnberg hofft auf dieses eine Tor, das hier noch fallen würde. Lewandowski auf Obraniak. Das ist gut. Es ist Blaschikowski. Das gibt es nicht. Bist du verrückt, Junge? Bist du verrückt hier? 1:0 für die Polen. 90. Minute. 90. Minute. Unten am Spielfeldrand steht der vierte Mann mit der Anzeige, was nachgespielt werden soll. Blaschikowski trifft. Blaschikowski trifft. Polen ist im Achtelfinale. Polen ist im Achtelfinale gegen den ersten oder zweiten der Gruppe H. Das steht fest. Das wird sich heute Abend zeigen. Aber Polen ist weiter. Was war das zum Schluss für ein Tor? Obraniak gibt herein. Blaschikowski mit dem ganzen Frust aus 90 Minuten. Hämmer drauf. Volker Demirel. Gutes Spiel gemacht. Zum Tor hier chancenlos. Polen ist im Achtelfinale, wenn die Türken jetzt nicht noch das Unmögliche machen. Mirzejewski für Obraniak, der Vorbereiter. Der ist vom Platz genommen. Eine Minute. Die ist jetzt um. Die Nachspielzeit ist um. Das Spiel ist vorbei. Die Türken nochmal mit dem letzten Anlauf über Gökhan. Nochmal Einwurf für die Türkei. Das ist eine gute Chance. Deswegen wird die jetzt auch laufen gelassen. Das ist eine wichtige Chance. Gökhan in der Mitte ist Altintop. Halil Altintop. Und Tüton hat den Ball. Und damit ist der letzte Angriff unterbunden. Der Schiedsrichter pfeift ab. Polen ist durch einen Last-Minute-Treffer von Jakub Blaschikowski im Achtelfinale dieses Turniers. Platz 1 oder Platz 2, das stellt sich dann später heraus. Wir schauen auf die Tabelle und Sie sehen es, die Türkei und Griechenland, die könnten zwar theoretisch beide noch 3 Punkte holen, aber das ist unmöglich, weil sie im letzten Spiel gegeneinander spielen. Die Ukraine sicher draußen, Polen sicher weiter, Griechenland und Türkei, das wird sich im letzten Spiel dann entscheiden. Heute Abend Slowenien gegen die Schweiz und dann Spanien gegen Schottland, sicherlich gerade Spanien und Schottland, ein spannendes Spiel. Die Schotten im ersten Spiel mit einer durchaus überzeugenden Leistung. Eine erste Halbzeit hier in Nürnberg, in der die Türken es versäumt haben, das Führungstor zu schießen. Ansonsten wäre das alles anders gelaufen. So blieb das Spiel bis zur 90. offen und dann eine Chance durch Jakub Blaschikowski und die Polen sind im Achtelfinale und spielen dann entweder in Nürnberg nochmal oder in Hamburg. Also vielleicht sogar ein Achtelfinale erneut hier in Nürnberg. Das wird sich dann am dritten Spieltag zeigen. Ich verabschiede mich und melde mich heute Abend wieder. Freue mich, wenn Sie dazu wieder einschalten. Bis dann.